Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Division. Wieder mit dabei ist Lishida. Lishida. Genau. Die Hilfe braucht. Die übrigens voll aufmuckt und später wieder voll auf die Arschritze kriegt. Ja, Afritz. Wir sind jetzt hier am Hudson Flüchtlingslager, was wir natürlich auch schon mal gespielt haben, aber jetzt für euch extra diese Mission wiederholen. Yeah! Agent, hier ist Dr. Kander. Ich wollte nochmal betonen, wie wichtig es ist, alle Zivilisten zu schützen, denen sie begegnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser Leute die Dollargrippe überlebt haben. Das bedeutet, sie haben Antikörper im Blut, die ich brauche, um dieses Ding zu bekämpfen. Und die Kranken? Eine breitere genetische Streuung der Virusproben wird uns helfen, die Mutationsrate zu bestimmen. Was eine umständliche Art zu sagen ist, dass die Leute am Leben bleiben müssen, bis ich habe, was ich brauche. Verstanden? Gut. Ja, man sieht ja nachgestellte Zähne. Oh, ekelhaft. Oh, ich glaube, ich werde krank. Hey, das oder gar nichts? Okay, kontaminiertes Fleisch auf jeden Fall schon mal. Dose Gulasch. Ja. Gibt's da? Na, unbekannt. Ah, hier, guck, Rottweiler, Labrador, Mischung. Aha. Was? 7 Jahre alt. Das hat er also gegessen. Das sieht man so aus, ja. Witzig. So, weiter geht's. Gehen wir mal wieder da hoch. Die sind ja die tun ja hier gerade die Leute schön verbrennen. Vor die Assis. Es geht los auf. 1, 2, 3. Buja! Ja, das tut schön abziehen. Achtung, Granate. Oh ja. Oh! Ich brenne! Wir haben sofort in den Arsch geschossen. Wuhu! Wiggle, wiggle, mal sag ich nur. Ich muss aufhören zu brennen, sonst komme ich da nicht hoch. Ich bin noch schnell fertig. Ich blute. Ich blute. Ja, ich komme. Hast du Blutgruppe A? Hast du Blutgruppe A? Ich steche dir irgendwas in den Arsch, so, bitteschön. Achtung, von unten. Von hinten, von hinten. Von hinten kommt noch jemand. Ja, yep, ich merk's. Ey. Da von hinten. Ja, ich musste mich gerade heilen. Kann ich mich ja nicht da. Kann ich nicht schießen, wenn ich mich gerade heile, ja. Ach so, gut. Ach so, kommt doch von hinten. Das ACOG ist schon mal voll geil. Ich sehe es. Shit. Sieht aber voll die Waffe, ist voll heftig. Ist alles hier zum Explodieren bringen, ja. Ruhig dich, okay? Nee. Ich hab gerade erst angefangen. Okay, ich hab da eine Granate. Jimmy Knopf. Ja, Jimmy Knopf. Granate. Was bist du dann? Oh, oh, Granate, Achtung! Abrollen! Oh mein Gott! Dankeschön. Er will meinen Arsch, er will meinen Arsch! Ich werf alles! Zeugs unten. Er will meinen Arsch. Wo ist denn der? Ach, da unten. Achtung, Granate. Agent, ich muss Ihnen etwas sagen. Faye hat gesagt, die Cleaners halten die gesamte Zeltstadt gefangen.
So sieht es aus. Und das passt zum Vorgehen der Cleaners. Wenn Sie die Überreste eines aufspürbaren Virus beseitigen wollten, wohin würden Sie gehen? Dahin, wo die größten Konzentrationen sind. Flüchtlingslager, Barackenstädte. Verdammt, Sie glauben doch nicht... Ja? Drakonische Maßnahme, aber überaus wirksam. Sicher, wenn man ein völkermordender Irrer ist. Haben Sie sich mal gefragt, ob wir es verdienen, zu überleben? Jeden Tag, Doktor. Jeden Tag. Viel Glück, Agent. Oh, hier ist eine Kiste, oder? Ja, auch Munition nur. Aber immerhin, Munition ist immer gut. Munition passt. Ja, jetzt vorne ist noch ein Rucksack hier. Für diesen Krieg brauchen wir alles. Mal so. Aber da hinten eigentlich schon mal geguckt, ob da noch was ist. Oh, das ist eine Riesenfläche. Ah, hier. Dichte. Schicht davor. Ah! Erste Hilfe. Ja, genau. Und ich gerade gucke, ob man da hochklettern kann, aber ich denke mal nicht, ne? Hier ist noch was. Oh, ansonsten. Ah, ne? Ne, ist nur ein Scheißhaus, sag ich mal so. Ist nur ein Scheißhaus. Ja, trotzdem. Die Packs sind immer gut. Hier war, glaube ich, noch was. Ja, da ist noch ein Erste-Hilfe-Ding. Was ist denn hier drin? Nichts. Komm, ich höre komischen Dinger da. Die explodieren. Ja, die gut. Ja, am besten gleich mal kaputt machen hier. Boah! Brenner! Ich seh's! Ja. Ich glaube, wir gehen wieder lieber da hinten lang, oder? Mhm. Nee, da war ja Aso-Bomben. Bringt ja eigentlich nichts. Aber die hat Zünder. Hey, sie wollen abhauen? Wir müssen hier weg. Diese Typen, ich hab's gesehen. Die verbrennen Menschen. Oh Gott, was machen sie? Die dürfen mich nicht sehen. In der Scheiße. Auch bei Gün. Ja, ein schönes Feuer. Schön warm. Warnung! Kontamination steigt! Haben Sie gehört, Agent? Sie marschieren jetzt in die Höhle des Löwen. Vergessen Sie nicht, dass Sie auch Infizierte am Leben erhalten sollen. Ich meine, also man rennt da voll schnell durch und trotzdem brennt man. Aber ich brauche die Virusproben. Und vor allem Proben von Überlebenden mit Antikörpern. Also halten Sie die besonders am Leben. Sie wissen, was ich meine. Ich gehe wieder an die Arbeit. Candle, Ende. Was für ein Rentner. Ich habe gesagt, man rennt da schnell durch und trotzdem wird man dann noch in Brand gesetzt. Ist doch genauso logisch. Ah, jo. Was? Ich bin da gar nicht auf der Seite und werde trotzdem in Flammen gesetzt, ey. Bitte, komm. Das geht durch. Nein. Das ist Napalm. So. Na, what's up? Irgendwann habe ich meine legendäre Yoshi. Ja, schon mal lange ist alles vorbei. Tja,
Ist nämlich da nicht lang gegangen. Hast du irgendwas gefunden? Nö, bis jetzt noch nicht. Negativ. Aber ein paar Feinde habe ich gefunden, ja. Ah, die gibt's immer. So, sag mir, wenn's losgeht. 1, 2, 3, go. Tja, die wissen halt nicht, dass ich eine Yoshi hab, ne? Hier ist auch nix. Ich glaube, das ist Killer. Das ist ja nicht mal ich. Hier ist auch nix. Hier ist eine Kiste. Boah! Die ich nicht öffnen kann? Hä, gerade jemand hat die doch noch geleuchtet. Check ich. Nee, ich komm. Anscheinend ist es doch keine Kiste. Was? Ich komm extra hier rüber gerade. Ah ja, der hat so komisch geleuchtet und auf jeden Fall konnte ich es nicht aufmachen. Also, was ist da die Logik, hä? Ein Schokoriegel. Das kommt davon, wenn man denkt, das wäre ein Yoshi. Mach mal einfach bei mir weiter, okay? Ja. Oh oh. Achtung! Boah. Mit der Kreuztaste kannst du mich nicht besser abholen. Jetzt kann ich meine Fähigkeiten. Ach ja. Ja, du bist ein Rollende Zander, gell? Yes. Boah, hier, kannst du. Mach du. Was den. Denn? Ach so. Kannst du ihn retten? Ja, was? Nö, da ist nichts. Ja. Die sind einfach nur krank. Checkpoint. Alarm. Chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zellstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten. Ja, ja. Was? Was glaubst du, haben die vor? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Was es auch ist, gut ist es nicht. Die sehen nicht nach Sarah aus. Die Sarah-Leute tragen keine Uniform. Siehst du das? Und ganz sicher auch keine Waffen. Mach die Talente. Wenn wir uns rühren, pusten die uns einfach weg. Wenn wir uns nicht rühren, pusten die uns den Kopf weg. Ach, die Leute. Naja, auf geht's. Kommen sich wieder die komischen Jimmys, du? Ja. Zeig, was du in deiner kleinen Ghetto-Schule gelernt hast, sag ich mal so. Erstmal tue ich dich waffen. Okay. Jetzt kannst du von mir aus losgehen. Also, let's shoot. Yeah! Granate. Das war eine schöne Brandgranate. Falsche Waffe. So, da ist es also. Haben wir es doch, oder? Oder ist hier noch ein paar. Ach stimmt, da kommen ja noch welche. Sorry, ich war gerade.
gar nicht mal so schlecht hier, die Waffe. Wenn du hier die ganze Zeit bist, musst du ja noch Scharfschützen machen. Tja. So. Das kann nur die originale Yoshi sein. Was, die überleben da mal eins? Kopfschuss. Okay. Was hat er denn hier geschwappt? Irgendwas Lilanes. Softshell-Jacke. Aber das ist schon mal. Wieso nur die Standard-Scheiße hier? Ich hab ja, was, wenn ich jetzt aber C drücke? Guck mal, C. Dann hast du es angezogen. Keine Ahnung. Ah, okay. Sieht die jetzt besser aus? Ja. Na, also. Hast bestimmt so einen Bonus, weil du wieder Gruppenführer bist, sag ich mal so. Was? Gibst du einfach zu, ist okay. Wenn du nicht hier die Yoshi kaufst, kann ich doch nichts dafür. Ja, ich geh links. Hallo. Guten Tag. Guten Abend. Was du da? Ich kletter hoch, was sonst? Ich kann so. Ich kann so. Und ich kann so. Ja, dann machen sie das mal, ne? Nicht, dass wir hier noch verrecken. Chibanigo. Ah, das kennst du ja noch. Mhm. Sag mal so, ich kann da jetzt runterspringen. Ah, Level 7, das ist so in Ordnung. So, du bist ja dahin hinten dann. 2, 3. Achtung! Wo ist denn der andere? Ja, der Kist. Ich seh's. Das war's. Irgendwo muss da aber doch jeder sein, oder? Aber mir wird jetzt erstmal nichts angezeigt. Okay. Oha, bist du verrückt? Das wollte ich nicht, ich wollte eigentlich darüber, aber naja, du weißt ja, wie das ist mit der Störung. Oh, ich mach jetzt mal hier. War doch noch irgendwo. Ja. Survival Camp so mäßig, weißt du. Hallo, wir haben die jetzt ja so schnell ausgeschalten, ja. Ah, okay, die kommen erst da hinten. Das war ja super geplant hier. Ich hab grad für die Serie. Ja, dann. Oh, jetzt nicht mehr, okay. Ich werd sterben. Jetzt doch bitte. Du schießt bei mir gar nicht, du hockst die ganze Zeit irgendwie hinter der Kiste. Okay, Agent. Eine Einsatztruppe von Sarah und ich bin so schnell, ja. Du kannst das nicht sehen mit deinen normalen Augen. Sie werden Proben von allen Flüchtlingen nehmen, die sie finden. Medizinisches Personal? Ein paar Rettungssanitäter sind dabei, ja. Ein paar? Also etwa zwei? Die anderen können erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Also los, Agent. Ohne die Proben zu kontaminieren, hoffe ich. Oder sich zu infizieren. Ja. Ich bin einfach schwierig. Ich will das mal glauben. Danke, Doktor. Also los, Agent. Ich mach jetzt lieber mit Gegnern so. Nein, so. Ja, vorwärts. Hast du jetzt ein Scharfschützengewehr oder was? Das habe ich jetzt gerade ausgerüstet, ja. Bei mir hast du ein Sturmgewehr da. Jetzt immer deine Waffe. Irgendwie ist das wohl total verpackt. Ich kann mit allem. Du hast die ganze Zeit bei mir so ein Sturmgewehr da. Na, also. Achtung, Granate! Ah, du machst jetzt selber kaputt.
macht denn der? Boah, ich will doch verrecken. Boah, ich bin schon die ganze Zeit, was du da warst. Ich hab grad zwei den Hänger. Ich hab den Hänger. Morgenteam, hören Sie mich? Hier, Patel. Wir hören Sie, Doktor. Oh, Lieutenant. Gut. Hören Sie. Ich brauche für jede Probe Daten über den Spender. Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe, allgemeiner Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 10. Dann beschriften und sammeln Sie die Proben nach... Entschuldigung, Doktor. Jo. Aber vielleicht kann das warten, bis die Hab's Operation überlebt. Abgeschlossen ist. Haben Sie etwa kein Vertrauen in Ihren Agenten? Ich hab's überlebt. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Bleib unten, bleib unten. Sie Dr. Kendall an, sobald das Gebiet sicher ist. Ja, Ma'am. Keine Sorge, Doktor. Wir kriegen das schon hin. Hoffentlich bald. Es geht ja auch nur um das Überleben der gesamten Menschheit. Verstanden, Doc. Fatal Ende. Ich weiß nicht, was du da eigentlich die ganze Zeit machst. Nicht du gerade absnipen. Drei Fragen. Yes. Also hier, wo ich gerade bin, ist nämlich so eine Riesenkiste. Na also, dann komme ich doch da mal vorbeigeschlabbert. Noch Maschinengewehr, AP. So, wie kommt man da rein? Ah, ich muss da hinten hoch und dann die Kisten runter. Die Kisten runter. Hier, oben, wo ich bin. Ach da. Schon mal nicht. Ja, kann ich ja nicht wissen. Ja, da hast du wenigstens alle fertig gemacht, da brauche ich mich nicht so machen. So, dann gehst du hier hinten runter und dann da hinten die Kisten lang. Wäre ich schon verkloppt. Das war so ein Container. Aha. Na? Wurde mir auf der Karte angezeigt, deswegen bin ich bei da hinten gucken gegangen. Gut gemacht, Colonel Furz. So. Ja, ja. Was hast du bekommen? Das war, warte, ich muss gerade mal gucken hier. Inventar. Ja, das war die Skaha Militärversion, war das, gell? Ja. So, eigentlich wird ein Scharfschützengewehr, oder? Nee, das ist das andere, was ich gerade ausgedrückt habe. Das Skaha ist ja das, was ich da hatte mit dem. Mit dem Einzelschuss. Oder war das die? So. Mach da nicht so lange rum, hol dir deine Munition und dann jetzt los. Ja, ja. Nicht in die Asche treten. Kannst ja von mir aus hier oben snipen oder so, was weiß ich. Da redet gerade jemand mit dir. Ihr kennt die aktuelle Lage. Für diese Leute ist es zu spät. Sie sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch Rest des Landes. Also an die Arbeit. Wieso kann man sich da eigentlich nicht bücken in dem Spiel? Ist doch voll behindert. Ja, ja. Ich muss da wieder runter und dann da hoch. Oder zumindest erstmal an die Seite kurz. Ah. Cool, ey. Okay, ich brauche mal deine Unterstützung auf der linken Seite. Ich bin gerade dabei, Bob. Boah. Ah. Da noch fünf Granaten. Okay, da hinten geht's auch schon mal voran. Okay, den haben wir. Es geht, also los, alle gehen rein.
Einmal bitte nachladen. Boah, da war voll den Schaden. Okay, jetzt ist gerade richtig ab, wie ich gerade sehe. Das kriegt man noch hin. Ja, aber der scheiß Penner hier vorne. Ja, das ist wilder. Okay, hab's getroffen, hab's getroffen. Ui. So, gehst du wieder rechts hoch? Ja. Ich probier mich da wieder an hoch zu schleichen. Martinez, wir kommen. Aber wirklich. Ich muss erstmal nachladen, ja. Mit meiner Yoshi. Sehe ich nicht mehr. Jetzt kann ich noch blind treffen. Okay, er kommt, glaube ich, zu mir. Ich brauche Unterstützung. Okay, ich wechsle um zu Brandgeschosse. Habe ich die noch? Nee. Oder? Nee, jetzt muss ich Geschosse. Hast du immer die falsche Taste? Was okay. Geht denn hier ab? Na, also. Zack. So macht das. Ich konnte den nicht treffen, weil der ja die Mauer war. Zieh-Optik mal 12. Aha. Sehen Sie, was mir was bringt. Polizeiversion brauche ich mit die M4, oder? Brauchen wir M4? Nee. Obwohl, man kann ja alles plündern, dann kann man das ja später zerlegen. Immer mitnehmen, was du brauchst. Oh, der Gegner war schon nicht schlecht, du. Der war nicht schon schlecht in der Elton. So. Ja, der Scharfschütze, die war schon gar nicht mal so schlecht. Als Zweitwaffe ist die cool. Das stimmt. So, dann gebe ich mal den Code ein, den ich will. Agent, falls Sie den Kran steuern können, setzen Sie den Tank an einem sicheren Ort ab. Wusste ich doch, dass du den kennst. So. Alles gefixt. Tränengranate. Oh, aber jetzt war mal der Laptop. Ich sehe nichts. Jetzt. Und zack. Das müsste reichen, Agent. Gut gemacht. Ja, gut gemacht. Also, Probenteam. Wie ich schon sagte, die Blutproben müssen beschriftet und archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren ermitteln können. Wechseln wir auf einen anderen Kanal, damit wir den Agenten nicht langweilen. Was? So, dann sagen wir uns ab und dann war's das erstmal für die Folge heute. Und tschüss. Machst gar nichts, was du hier. Nicht den Stein nehmen. Ah, da ist, guck mal, da ist doch ein bedürftiger Zivilist, da kannst du hingehen, oder? So, das war an der Seite. Ja. Obwohl, wenn du guck mal. Ich hätte da Trauer, gell? So. Wenn dem was gibt's, ich weiß ja nicht, wo das spawnt. Das kommt mir wirklich gelegen. So, dann Leute, sagen, dann sehen wir uns der nächsten. Von der neuen. Was? Dann sehen wir uns der nächsten Folge mit Division, oder? Yep. Auf jeden Fall. Bis dann. Ciao. Tschüss.